Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einer weiteren Episode unseres geopolitischen Wochenrückblicks. Die Hagia Sophia, eine der größten und wenn nicht sogar die bekannteste Kirche der orthodoxen Christenheit, wurde auf Befehl von Recep Tayyip Erdogan nun von einem Museum in eine Moschee umgewandelt. Und das hat international natürlich zu großen Protesten geführt, nicht nur von Seiten Russlands und Griechenlands, die eben beide als orthodoxe Staaten eben quasi besonders stark davon betroffen sind, sondern eben auch interessanterweise Papst Benedikt hat eben dagegen protestiert, aber eben auch einige europäische Länder. In diesem neuesten Husarenstück Erdogans kann man also eine Innenpolitik sehen, die sich eben nicht nur nach außen wendet, wie man eben im Fall von Syrien und eben Libyen gesehen hat, wo eben die Türkei ausgreift, sondern es kommt nun auch im Inneren nun immer mehr verstärkt zu einer Osmanisierung quasi. Und nachdem wir eben mit dem levantinischen Patrioten letztens über die Konflikte zwischen Türken und Kurden in Wien Favoriten gesprochen haben, gehen wir diesmal wieder zurück aus Europa, quasi wieder in einen Staat des Nahen Ostens, nämlich in die Türkei. Und da möchte ich dich gerade fragen, wie siehst du eigentlich diese Umwandlung der Hagia Sophia? Warum lässt Erdogan sie gerade jetzt eben wieder von einem Museum, zu dem sie eben unter Atatürk geworden ist, wieder in eine Moschee zurückumwandeln, wie sie es eben zur Zeit des Osmanischen Reiches geworden ist? Ne, da gibt es verschiedene Interpretationen. Eine, die nicht ganz unplausibel ist, ist natürlich die, dass er versucht, von ihnen politischen Problemen abzulenken. Die Türkei ist seit 2018 in einer mittelschweren Wirtschaftskrise. Wohlstand nimmt ab, die Inflation steigt immer mehr. Die türkische Lira ist aktuell wieder auf einem extremen Höchstwert. Also 1 Euro ist ungefähr 7,7 türkische Lira. Das war zuletzt im Sommer 2018 war das der Fall. Also es gibt schon die These, dass er das aus innenpolitischen Gründen macht, um so ein bisschen Wählerschichten auch zurückzugewinnen. Das ist nicht ganz unplausibel, das mag auch richtig sein, mag eine Motivation gewesen sein. Die andere, denke ich natürlich, ist, dass er versucht, den Westen und generell die, sagen wir mal, die christliche Welt so ein bisschen zu provozieren, kann man durchaus so interpretieren. Es ist, bin ich mir auch sicher, ein Teil davon, dass er versucht, eine islamische Oberhoheit, sich selbst dann wieder so ein bisschen die Führungsmacht, die Türkei als Führungsmacht zu etablieren. Von der islamischen Oberhoheit und von einer quasi Re-Islamisierung. Was bedeutet das eigentlich für einen Staat wie die Türkei, die ja zumindest bis zum Machtantritt von Erbakan eigentlich ein streng laizistischer Staat gewesen ist und die jetzt unter Erdogan eben den entgegengesetzten Weg eingeht? Ist das dann eigentlich so ein Punkt quasi, von dem man aus nicht mehr zurückkehren kann, eben wenn man da so eine massive Symbolpolitik betreibt? Ich würde sagen, Erdogan hat den Punkt, an dem man nicht mehr zurück kann, schon länger überschritten. Also diese Aggressivität ist ja nicht erst seit heute so, das geht eh schon seit einigen Jahren so. Die Türkei provoziert vor allem fortlaufend Griechenland. Vor einigen Wochen war es, dass rausgekommen ist, dass der türkische Generalstab oder das türkische Militär Pläne dazu hatte, in Griechenland einzumarschieren. Das war 2014, für das Jahr gab es Pläne, auch in Armenien. Was wollte ich jetzt noch sagen? Gut, kann man dann eh rausschneiden. Er versucht explizit die Türkei also als Führer der sunnitischen Macht zu etablieren im Nahen Osten. Das hat aktuell so ein bisschen die Rolle noch Saudi-Arabien, aber die Türkei drängt das immer weiter zurück. Und da ist natürlich die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee, kommt natürlich diesem Ziel wieder ein bisschen entgegen. Weil sich die Türkei und Erdogan speziell dann so als Führer der islamischen Welt aufschwingen kann und sozusagen so ein bisschen so eine islamische Oberhoheit über die ganze Region auch wieder zu gewinnen. Dafür sprechen auch die Investitionen der Türkei in den Balkan, vor allem in Bosnien und im Kosovo, aber auch in Albanien. Und diese Umwandlung kann man als Schritt in diese Richtung sehen, also als Re-Islamisierung. Und Erdogan hat ja bekannt gegeben,
dass eben diese Umwidmung, Umwandlung der Hagia Sophia ein Vorbote für die Befreiung der Al-Aqsa-Moschee sein soll, also ein klares Signal eben Richtung Israel. Also das finde ich sehr interessant, dass hier eigentlich quasi zwei NATO-Staaten, also jetzt einmal von Griechenland und der Türkei abgesehen, aber dann doch so zwei prominente NATO-Staaten, wie eben die Türkei mit der quasi zweitgrößten Armee und eben die Atommacht Israel da immer stärker aneinander geraten. Ist das jetzt nur so aufgesetzt oder ist diese Opposition zu Israel ernst zu sehen, wie der Erdogan eingeht? Ich würde durchaus sagen, es ist ernst zu sehen, wenn er versucht, sich als die führende sunnitische Macht im Nahen Osten zu etablieren, dann muss er auf Konfrontation mit Israel gehen. Wenn man sich der Sache mit den Palästinensern annimmt, kann man Sympathien gewinnen. Mhm. Schon allein aus machttaktischen Gründen ist es da ganz logisch, da eine entsprechende Haltung einzunehmen. Noch zu Griechenland dazu, man muss auch dazu sagen, dass die Türkei, das war vor allem 2016, 2017 war das der Fall, ob es immer noch so ist, weiß ich nicht, ist im türkischen Staatsfernsehen, sind die türkischen Grenzen auf einmal ausgeweitet gewesen. Auf einmal war da die, im Wetterbericht von THT waren auf einmal die Grenzen ziemlich groß und da gehörten auf einmal Teile Griechenlands dazu, der Nordirak, Nordsyrien und Teile Bulgariens. Also da schließt dann eigentlich an diese Bewegung in der Türkei an, die dann quasi nach dem Ende der Besatzung der Kerntürkei, die ja quasi Atatürk eben aufgelöst hat, hat es ja eben genauso eine Bewegung gegeben zu dieser Revidierung der Grenzen, die ja dazu geführt hat, dass eben ein Teil von Nordsyrien dann wieder zur Türkei gekommen ist. Also kann man quasi sagen, eben so Mosul und andere Gegenden des Nordiraks, die sollen jetzt auch wieder zur Türkei zurücknehmen, Teil von Griechenland. Ja, das ist so ein, kann man mal so sagen, so ein feuchter Wunschtraum. Ob es tatsächlich so sein wird, wird man dann sehen. Vielleicht noch zur konfrontativen Haltung gegen Israel. Also ich halte das für halt reine Propaganda, dass man jetzt sagt, naja, das wird jetzt zur Befreiung der Al-Aqsa-Moschee führen. Es ist auch dazu zu sagen, dass also die Argumentation einiger Leute war ja, die Türkei ist ein souveräner Staat und kann halt selbst bestimmen, wie sie mit dem Erbe umgeht. Das stimmt. Es kann niemand da jetzt einmarschieren, auch wegen einem Sakralbau nicht und da jetzt sagen, naja, jetzt machen wir Rambazamba und das passiert nicht. Da muss man dann auch zu Israel zugestehen, zu sagen, gut, dann können die halt die Al-Aqsa-Moschee in eine Synagoge umwandeln, da wird dann aber niemand jubeln in der islamischen Welt. Und das ist dann natürlich eine klare Doppelmoral zu sagen, naja, wir Muslime, wir dürfen das natürlich, wir können da mit der wichtigsten orthodoxen Kirche eigentlich der Welt. Die Hagia Sophia war die Krönungskirche der byzantinischen Kaiser, es war lange Zeit der Sitz des orthodoxen Patriarchen von Istanbul, der ja nominell das Oberhaus... Konstantinopel, bitteschön. Ja, Konstantinopel, Entschuldigung. Also Sitz des Patriarchen, des orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel. Istanbul schneidet man nachher raus. Ja, dann würde ich sagen, abschließend kann man ja noch quasi einerseits die Feststellung machen, eben diese Umwandlung von Sakralbauten und die Umwidmung vor allem, das ist ja immer Teil einer großen Machtpolitik und die Türkei selber strebt ja immer stärker danach, unabhängig zu werden. Eben, wir haben es eben gesehen, eben diese Provokationen einerseits gegenüber Griechenland mit sogar Eroberungsabsicht, dann andererseits jetzt dieser Konflikt in Libyen und dann das, was sich quasi mit Israel entweder anbahnt oder was eben schon länger besteht. Kann man dann eigentlich sagen, dass die NATO-Mitgliedschaft der Türkei, dass es da eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis sich das irgendwann erledigt haben wird? Das ist eine schwierige Frage. Es kommt darauf an, erkennt der Westen, was da gespielt wird oder nicht, oder wenn man es erkennt, will man auch wahrhaben und die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen. Auf lange Sicht, naja, die Türkei ist schon auf Konfrontation mit den USA gegangen, sie gehen auf Konfrontation mit den USA, mit Russland, mit dem Iran auch teilweise, dann arbeiten sie wieder teilweise zusammen. Man dreht sich halt so, wie man es halt gerade braucht. Ich gehe davon aus, wahrscheinlich langfristig wird die Türkei nicht mehr in der NATO zu halten sein, glaube ich schon. Wie das Ganze dann ablaufen wird, ist schwierig zu sagen. Ein kleiner Punkt, der vielleicht noch zu erwähnen ist, die Hamas hat die Umwidmung der Hagia Sophia in eine Moschee begrüßt und erfreulich gefeiert. Das zeigt sich halt auch wieder, das Ganze muss natürlich auch eingebettet sein, die Hamas ist dann quasi die palästinensische Sektion der Muslimbruderschaft und Erdogan ist ja bekannt als Förderer der Muslimbruderschaft, gemeinsam mit Katar und dieses, quasi dieses, kann man so sagen, Netzwerk
Also wenn man den Nahen Osten betrachtet, sind die Blöcke Iran und Saudi-Arabien auf der anderen Seite, dann gibt es eben jetzt, kann man schon sagen, dieses dritte Netzwerk, und das ist daneben die Türkei, Katar und die Muslimbruderschaften. Die haben halt überall ihre Sektionen und Verbündete sitzen im Nahen Osten. Genau, aber nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Europa. Ja. Da sage ich nur vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich denke, uns ist jetzt einiges mehr klar geworden, eben über die politische Dimension dieser Umwandlung. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat auch diese Ausgabe unseres geopolitischen Wochenrückblicks gefallen. Wenn dem so ist, hinterlassen Sie bitte einen Daumen nach oben, abonnieren Sie unseren Kanal, aber auch unsere Seite auf Facebook und folgen Sie bitte auch dem levantinischen Patrioten auf Twitter und Fisch und Fleisch, damit auch er bekannter wird. Und in der Hinsicht sage ich vielen Dank fürs Zusehen und begrüße Sie dann demnächst zu einer weiteren Folge unseres geopolitischen Wochenrückblicks. Vielen Dank!